Nummer 6. Im Jahr 2018 lebte eine Familie in der kleinen Stadt Bromwell in South Yorkshire, England. Sie behaupteten, ihr Haus sei heimgesucht durch eine Art spirituelle Präsenz. Die angebliche übernatürliche Aktivität wurde so schlimm, dass die Familie ein Team von paranormalen Ermittlern kontaktierte, damit sie sich ihr Zuhause genauer anschauen. Das Team, das als Phantoms Paranormal bekannt ist, stellte Spezialgeräte auf und eine Reihe von Kameras im ganzen Haus, um zu versuchen, Beweise für den Spuk zu finden. Schauen Sie sich an, was eine der Kameras auf der Treppe des Hauses aufgenommen hat. Ein Ball springt plötzlich die Treppe hinunter. Es gibt auch eine Reihe von kugelähnlichen Lichtern, die vorbeischweben. Die Familie behauptet, dass schon seit 4 Jahren in ihrem Zuhause verrückte Dinge passieren. Sie sagen, dass es nachts Knallgeräusche zu hören gibt und einmal sahen sie auf der Treppe eine Frau und ein Kind. Aber als sie rannten, um besser zu sehen, es war niemand dort. Nummer 5. Entweder eine einfallsreiche Videobearbeitung oder ein Glitch in der Matrix. Was meint ihr? Nummer 4. Zu diesem Clip gibt es wenige Informationen, wann und wo es aufgenommen wurde. Wir wissen nur, dass das Haus, in dem es aufgenommen wurde, der verstorbenen Großmutter gehörte. Zum späteren Zeitpunkt zeigt uns der Kamerahalter seine Gänsehaut und es ist deutlich zu sehen, wie stark er vor Angst zittert. Holy shit. Holy shit. Unbelievable. Unbelievable. Oh. Holy shit. What the fuck? Okay. I'm cool. Let me get up and... Whew, I'm just shaking. Look at my goosebumps. Okay. It's my grandma's old house, too. It's old. I remember that light being on. Let's see what this looks like. I don't want to go too close. Nummer 3. In dieser Aufnahme sehen wir, wie ein Geist eine Tür auf Kommando öffnet und wieder schließt. Diese Aufnahme stammt von Rockrex Hall, England. We all seen that, right? Yeah. And where the door's just opened on its own. Oh, is it on now? Shut the door for us. We want to be left in peace. Oh my god. It's amazing. Please open the door. We want you to come back in. You're welcome to join us. Wow. We want to be left in peace. Oh my god. Von den Überwachungskameras draußen gibt es auch schon seit Jahren mysteriöse Aufnahmen. Viele Leute sind der Meinung, dass es der Geist eines Butlers ist, der seinen Dienst trotz seinem Tode weiterhin fortführt. Als paranormale Ermittler eine Art Seance durchgeführt haben, hat sich einer ihrer Messgeräte plötzlich von allein bewegt. So that REM pod. Whoa, that K2's is f***ing. I've got it on camera and all, I'm looking that way with me. So that REM pod. Whoa, that K2's is f***ing. I've got it on...
Diese Überwachungsaufnahme stammt aus Mexiko. Auf der ist eine mysteriöse schwarze Schattengestalt zu sehen, die unverletzt über die Straße läuft, obwohl es deutlich zu sehen ist, wie die Fahrzeuge durch sie hindurchfahren. Was noch merkwürdiger ist, einer der Fahrer scheint die Gestalt zu bemerken.